und herzlich willkommen zu Judge Gaming, heute mit einem Let's Play zu Far Cry Primal. Das ist mein erstes Let's Play, es soll nicht das letzte bleiben. Ihr habt schon mitbekommen, um mich und mein Gaming ist es in letzter Zeit etwas ruhig geworden. Das wird sich leider auch nicht ändern, weil sich meine berufliche Situation ändert. Aber ich möchte euch nichtsdestotrotz mit guten Spielen und schönem Gameplay versorgen. Und Far Cry Primal, relativ neuer Titel. Ich bin sehr gespannt drauf. Die alten Teile habe ich super gemocht. Far Cry ist bekannt und berühmt für seine Open World Maps, also seine Open World Area, in der man sich da bewegen kann. Aber wir wollen ja deutsch bleiben. Ich habe auch schon alles auf Deutsch gestellt. Komischerweise ist das Overlay hier trotzdem noch Englisch. Wir werden aber deutsche Untertitel haben, weil das Spiel in einer Sprache gespielt wird, die es gar nicht mehr gibt. Also die Höhlenmenschen unterhalten sich da in so einem primitiven Slang. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich werde in den Videoschnitten, die bei Far Cry ja berühmt sind, nicht reden, um einfach die Stimmung nicht zu versauen. Und ansonsten schauen wir mal rein, wie das Spiel so läuft. So, Optionen haben wir alle auf Deutsch gestellt. Dann starten wir hier jetzt ein neues Spiel. Falls ihr euch wundert, ich habe mich oben rechts postiert, damit ihr mich trotzdem noch sehen könnt und meine Reaktion, aber möglichst natürlich viel von dem Spiel mitbekommt. Und weniger von mir. Ich weiß bisher noch nicht sehr viel über das Spiel und deswegen würde ich sagen, wir lassen uns einfach gemeinsam überraschen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Der hat's drauf, der Junge. Winja. Masse Hassar. Masse Janas. Palhu Mansepa. Winja. Washala Tusama Winja Urus Waidash Guifa Haplaha Winjai Dunkelt irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem Rechner liegt oder an dem Video an sich. Ich hoffe, das bleibt nicht so. Udam Krauhadam Yaudam Fleischschlossenkrieger Isila Haskapuris. Winjan, hier Arwas Farah. Nu, Laukas Guama. Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshayua, Guashar. Urus, Sanshar. Gibt also zwei andere Völker und beide mögen uns nicht. Oh, das sieht doch schon mal gut aus.
Scheint doch irgendwie Englisch zu sein. Wo ich es eigentlich auf Deutsch gestellt habe. Tut mir sehr leid. Also da steht einfach nur, ich soll gebückt bleiben und dem Dalso folgen. Wiederholen oder übersetzen. Hi. Ich glaube, Krabbe geht gar nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu hoch, höher als das Gras, aber viel tiefer kann ich gar nicht. Das ist Kuha, ich weiß ja nicht. Okay, hier rennt's. Den Speer mitten in der Wildnis, warum man die da hinlegt. Aber ich bin natürlich zufrieden. Zack, spielen wir schon rum, witzig. Ich hoffe mal, wir müssen den einfach irgendwie abschießen und nicht auch noch an einer speziellen Stelle treffen. Ich habe gehört, es ist ganz gut, den Kopf zu treffen oder die Beine. Ich als alter Mammutjäger weiß da nämlich Bescheid. Aha, Klippe. Okay, ja, so wie auch immer. Der Kopf. Oh ja, das war's. Das war's wohl. Der hat sich ja kaum gewehrt. Davon aus sind wir wahrscheinlich allein. Hm. Oder wir sind gleich allein. Ja. Tja, solche Anfänge kennt man leider von Far Cry Primal. Am Anfang geht es immer ziemlich brutal zu und man findet sich alleine wieder. Ich brauche eine Waffe. Okay. Tja, das war's. Armer Bruder.
Ach, das ist natürlich echt blöd, dass das da auf Englisch ist. Aber ich nehme mal an, Alderwood. Das sind solche Äste hier. Ja. Das sieht aus wie irgendwelches... Das Reeds, Sträucher, Körner und Slates sind Steine, würde ich jetzt mal sagen. Oder Felsen. Ah, hier, das ist Reeds, also Schilf. Okay. Also wenn ich V halte, habe ich eine Jägeransicht. Ah, hier, das ist dieser Fels, okay. Ich noch mehr von dem Wood. Und dann können wir uns eine Waffe craften. Einen Bogen. Aha. Ich habe noch nicht gelernt, wie ich den Bogen baue. Trotzdem kann ich scheinbar einen craften. Aus, als würde ich das dann von den Personen hier lernen. Deswegen steht es wahrscheinlich so neben deren Gesichtern. Okay, habe ich erstmal einen Bogen. So, eine Karte habe ich auch schon. Wahnsinn. Kann ich wahrscheinlich noch nicht viel sehen. Und Skills habe ich noch keine. Aha, okay. Also ich kann schon sliden, also... auf dem, wenn ich sprinte und mich dann ducke sozusagen, durch die Gegend sliden. Ich kann Steine werfen, um abzulenken, und ich kann diese Jäger-Vision, Hunter-Vision anmachen. Ich habe auch einen Rucksack, auch interessant. Okay. Mit dem Zeug drin. Dann gucken wir mal. Was haben Dollarbogen? Hat er jetzt die Schnur hier gehabt? Aus dem Schilf gemacht wahrscheinlich. Hm. Pfeile? 8 Stück. Muss ich da Holz für sammeln? Och, ist ein Verstärker. Gucken wir uns mal diese Jägervision an. Also, ich soll nah ran und mich langsam und schleichend bewegen, diese Jägervision benutzen, dann sehe ich Blutspuren, aha, okay. Und ich soll nicht zu nah rangehen, weil wenn sie mich sehen, fliehen sie. Okay. 3 Ziegen gleich. Das ist ja... Also mir persönlich reicht ja immer eine Ziege, um satt zu werden. Ich sammle mal trotzdem, während ich hier so rumrenne, noch ein bisschen Zeug. Wer weiß, wofür wir es später vielleicht brauchen können. Ich kann auch spielen mit Jägers, aber ja. Versuche ich ja schon. Aber es sieht aus wie Felsen. Okay, also mehr Pfeile habe ich schon mal nicht. Ich möchte gerne mal gucken, ob ich mir mehr Pfeile bauen kann. Weil wenn ich jetzt hier rumschieße wie so ein Verrückter... Nicht, dass ich dann nachher keine mehr habe. Da ist was. Das sieht nach einem Tier aus. So, schleichen wir uns mal ran. Oh, hier auch ganz nah dran. Jetzt habe ich beide verscheucht. Oder ist der jetzt gestorben? Also eine Blutspur sehe ich hier auch nicht so wirklich. Doch, hier. Ah, cool. Da hinten ist eins, da hinten sind sogar 2. Mal gucken, ob ich die kriege. Die Frage ist ja, ob ein Schuss reicht. Ah, ein Schuss scheint zu reichen. Interessant.
Okay. Und jetzt kann ich mich heilen. Haut er sich ein Steak rein, geht's ihm besser. Sehr gut. So, hier hinten hatte ich noch einen getroffen. Ach, der scheint noch nicht tot zu sein. Aber jetzt... Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Aha, Root Arrow. Okay, ich wollte gerade sagen, ob ich die Pfeile wieder kriege oder nicht. Jetzt habe ich noch 7. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ich einen nachmachen kann. Hier ist nur der Köcher. Nicht so wirklich. Zumindest sehe ich nichts. Crafting. Also ich kann zwar den Bogen machen, aber halt keine... Level 1. Okay, ich kann den Bogen dann wahrscheinlich noch upgraden, indem ich da so eine South Stone und South Rock Stone sammle. Werden wir also mal die Augen offen halten. Ja, das mit den Pfeilen würde mich schon interessieren, weil ich stehe dann nachher, ist der Tiger da und dann habe ich keine Munition mehr. Das wäre unschön. So, jetzt gucken wir mal hier noch nach dem dritten Viech. Da hinten krabbelt was rum. Das war der Slide. Zack. Ich glaube, zwei Pfeile schafft man gar nicht. Oh, okay. Das ist aber nett, dass du zu mir kommst und vor mir stirbst. Ich wollte ihm jetzt eigentlich noch einen zweiten reinjagen. So, jetzt haben wir ein bisschen Meat. Ach komm, Mundschutz suchen. Okay, ich habe vorhin da schon eine Höhle gesehen. Die war hier auf der Seite. Oh. Da ist immer noch dieser megamäßige Tiger hier unterwegs. Pack almost full. Echt lustig, er sammelt den Felsen einfach ab und der ist weg. Auch gut. So, dann suchen wir hier mal Schutz in so einer schönen Höhle. Ach, guck mal hier. Oh, was steht da? Light Campfire. Drauf. Isso. Winja Hadashta. In der Nacht. Pantishas Dango. Wajra Tatichamapur Bara. Keule, um Feuer zu tragen. Aha. Eine Fackel. Aber ich konnte wieder nur einen bauen. Warum? Na gut. Hoffentlich reicht die eine so lange aus. Das Ding gegen den Tiger? Na, ich weiß ja nicht. Aber warum soll ich denn jetzt in der Nacht losrennen, wenn er gerade gesagt hat, ich brauche Schutz, es ist Nacht? Da ist er doch schon. Okay, aber der hat schon mal Angst vor dem Feuer, das ist gut. Follow the Winya Tracks. Also doch hier lang. Okay. Oh. Soll ich hier runter?
Urdicha. Urgi Purbidram. Wieder. Ach nee. Da liegt einer, okay. Gegen Wölfe haben sie gekämpft, aha. Bal Winjaha Guan. Sind das Barfußspuren? Ist ja auch interessant. Wal Pura Guarshitaugam. Ja, und wie mache ich mir neues Feuer? Klappswing to repel Predators. Okay, also ich kann die damit verscheuchen, aber die Fackel sieht so aus, als würde sie nicht mehr allzu lange halten. Ist ja schon bis zur Hälfte da runtergebrannt. Von den komischen Steinen brauchen wir jetzt wahrscheinlich keine mehr. Jawohl, hau mal lieber ab. Auch. Ich glaube zwar nicht, dass zwei Wölfe sich eigentlich von mir verscheuchen müssen, aber okay. Weg mit dir! Ich möchte wirklich mal langsam eine neue Fackel. Schon eine neue bauen. Nee. Ich kann die nur upgraden. Das ist interessant. Ich muss sagen, grafikmäßig bin ich jetzt nicht so super beeindruckt. Also da hatte ich bei dem vorigen Teil Far Cry 4 ein bisschen mehr diesen Aha-Effekt. War schon noch warm. Ja, mach dir mal ein neues Feuer, mein Freund. Wir brauchen hier gleich eine neue Fackel. Das ist gleich zu Ende hier, das Ding. Und dann sowieso, wenn ich da runter hops. Ich kann es also wieder anzünden. Okay, das ist gut, aber trotzdem hat die nicht mehr allzu viel. Zweimal Knochen, einmal Animal Fett, also Tierfett. Zum Entzünden der Fackel habe ich das gerade verwendet. Ich werde mal ein bisschen schneller laufen, damit ich tatsächlich noch ein bisschen Fackel habe, wenn es hier losgeht gleich. Oh, da vorne war einer. Hier, mach mal an, Feuer. Jawohl. Als hätte ich es gewusst. Aber es ist wahrscheinlich Absicht, dass es jetzt hier wieder dunkler wird. Eine Maus jagen, fressen. Jetzt ist nämlich gleich vorbei hier mit dem Licht. Und ich habe keine Chance, ein neues zu machen. Checkpoint. So, oder kann ich mir jetzt hier ein neues bauen? Hier steht eine 2. Heißt das jetzt die... Ach nee, Stufe 2. Wenn da 7 Pfeile sind, habe ich wahrscheinlich auch 2 von diesen Keulen, die ich anzünden kann. Dann hoffe ich einfach mal, er wechselt die dann, wenn die alle ist hier.
Mr. Tucker, ich hoffe, du hörst mir zu. Okay, hier gibt es bestimmt gleich einen bösen Kampf. So, die ist zumindest etwas frischer. Ich soll den erstmal noch nicht auf mich aufmerksam machen. Kämpft ihr da jetzt gleich gegen den oder gehört der zu dem? Wir werden es erfahren. Also da. Das ist doch schön. Ninja. Na, Orrospi? Balu. Sashwalim Shalam. Dakar Hassan. Saila. Tigri Chawasu, Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. Utakar Ulimwan. Ku Aika Guasta. Mi Kawa. Guama. Habe ich jetzt erst gesehen, dass sie tatsächlich auch Ohren um den Hals trägt. Guama. Die Lady steht auf Ohren. So, Video mal, okay. Da. Du solltest mal deinen Rücken dir angucken, Mädel. Der sieht nicht so richtig gut aus. Kualalia Winja. Ul.
Udam Shajan. Winja Damsha. Ugujara. Udam. Pai hu Winja Uguana. Winja Haiwa Guasha. Santamsha. Oros. Ja. Vielleicht ein paar Ohren drauf tun. Tigri Dansha Dubu. Sakwi. Ay. Walta Lauba Akista. Grünblätter. Sehr gut. Gibt ja wahrscheinlich nicht so viele grüne Blätter da draußen. Dann gehe ich jetzt einfach mal raus und suche grüne Blätter. Ja. Ich würde sagen, das eignet sich zur ersten Pause. Wir haben eine Weile gespielt. Bisher finde ich es gut. Ja, schöne Story. Wird wahrscheinlich noch wesentlich deeper und interessanter. Ich bin allerdings ein bisschen überrascht, dass die Grafik mich nicht so umhaut wie beispielsweise im Teil davor. Da stand ich wirklich teilweise in der Natur und habe mir 2-3 Minuten lang nur die Berge angeguckt, weil es so geil aussah. Da muss ich sagen, habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Vielleicht wird es ja im Laufe des Spiels noch besser. Jetzt sind wir ja erst in Oros angekommen. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.